Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Convoy Disappearance at Dahlia View. Ja, und mittlerweile sind wir nicht mehr alleine auf Eingangstour hier in Dahlia View, sondern wir haben Mr. Morgan, Tony Morgan, den Vater der verschwundenen Charlie May Morgan, in der letzten Folge in unsere Pläne eingeweiht. Habe ihm gesagt, was wir vorhaben, dass wir hier immer wieder versuchen, seine Tochter zu finden. Was er nicht weiß, ist, dass wir bei allen anderen auch schon eingebrochen haben. Aber ja, er ist mittlerweile mit uns verbunden. Er ist mittlerweile auch einen Stock über uns und sucht sich gerade dort ein bisschen in der Wohnung ein paar Sachen zurecht, die möglicherweise für unsere Ermittlungen helfen können. Ja, und jetzt braucht er aber unsere Hilfe, nämlich unseren Schaltplan, unseren Lageplan, den wir hier unten haben. Und damit müssen wir ihn jetzt irgendwie da oben zurechtlotsen. Ich bin schon mal gespannt, wie das funktionieren wird. Schlafzimmer, Küche? I'm ready to guide you. Are you ready to look? Okay, I'm ready. Wo ist er denn überhaupt? Schrank, Kühlschrank, Ofen? Was? Look in the cupboards. There might be something pig-like in there. Lars! Are you okay? Yes, I'm fine. Found anything? There's a corkscrew? Far too big, I'm afraid. We're looking for something small. Hä? Im Kühlschrank vielleicht? Try the fridge. On my way. Aber für was brauchen wir denn dann einen Lageplan? Das weiß ja jeder, dass es in der Küche im Kühlschrank steht. No, unless you can pick the lock with a corned beef key. Oh. Let's move on. Okay, dann haben wir noch den Ofen in der Küche und dann sind wir, dann sind wir in dem Raum eigentlich fertig. Auch da oben hat die Magnettüren. Guck mal. Hier. Vermutlich die wir geöffnet haben, gerade mit dem Safe drin. Look in the oven, please. Really? Well, you never know. Ich will nicht mal wegklicken, das tut mir leid. Sorry. Gut, dort gibt's nichts, dann machen wir mal weiter im Schlafzimmer, würde ich sagen. Und zwar, na, im Bett. Oder unterm Bett. Oder hinterm Bett. What's under her pillow on the bed? That's a little, invasive, is it not? Mr. Morgan, you're sneaking around her bedroom. I think we passed that point a while ago, don't you? There's a lot of pictures under her bed. What of? Levy's garage. A lot of cars and vans and whatnot. Oh, so that's where the threat to Harold came from. Let's carry on. Ja, die hat eben ihre eigenen Ermittlungen angestellt und dass sie ihn auf dem Kieker gehabt hat, das wissen wir ja. Wir haben die Drohbriefe schon mal gefunden, wir haben die Fotos gefunden, wir haben natürlich sie mit ihren Überwachungen da oben gefunden, beziehungsweise die Aufnahme von ihr. Also, dass die beiden jetzt nicht unbedingt Best Friends waren, das wussten wir ja. Und anscheinend hat sie schon ziemlich viel rausgefunden über diese Machenschaften dort drüben in der Werkstatt. Is the wardrobe unlocked? Looking now. There's a coat hanger. Perfect. Can you throw it down to me? Will do. Can you come to the stairs? Okay, das sollte funktioniert haben, warum auch immer man gerade ihn nur auf dem rechten Ohr gehört hat, keine Ahnung. Vielleicht war er schon mit dieser Husterei, das nervt so dermaßen, ich kann mich nur entschuldigen. Vielleicht war er schon so aufgeregt. So, ich habe das Gefühl, jetzt kommt gleich wieder so ein Quicktime-Event. I'm ready. Okay. Natürlich, got F. It. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und was machen wir damit jetzt? Jetzt können wir mit dem Ding da die Spieluhr öffnen, oder wie? Gucken wir mal. Ah, tatsächlich. Da sind wir wieder mit unserem altbekannten Spielchen unterwegs. Erstmal das Loch finden, dann ein bisschen hier rumspielen, dass wir da oben irgendwo ins Ziel kommen. Da. Na gut, na gut, na gut. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir dieses Rätsel hier haben, dieses kleine Spielchen, das wird immer wieder um einen Ticken schwieriger. Ah, da oben müssen wir hin. So. Einmal F. Ah, und das war's schon. Und da ist der Schlüssel im Ablagefach. Schön, schön, schön. Gut, dass wir mit dieser Spieluhr bzw. diesem Geheimfach schon einmal zu tun gehabt haben. That worked. Oh, good. Anything useful?
I'll let you know. Anything on your end? No, not yet. So, und ich vermute mal... I saw you last night with the police. What was all that about? You mean the police haven't told you? Told me what? For God's sake, Catherine. It's probably nothing, but... I thought that Charlotte may have been in Lady Doa's home. What? You saw my Charlotte? No, and I may very well have been mistaken. I don't understand. You. Why didn't the police tell me? They mustn't have found enough evidence. They didn't believe me. Do you think she was there? Perhaps. But I have no proof. I'm sorry. That's why I'm continuing my search. Und ich habe das Gefühl... Is everything all right? Carry on, Mr. Conway. Ich habe das Gefühl, wir spielen hier schon wieder mit viel zu offenen Karten. Wie damals, als wir eingebrochen sind bei den McKees und uns dort umgesehen haben, als die gerade außer Haus waren... Auch nachher bei der Befragung haben wir mit viel zu offenen Karten gespielt, viel zu offensichtlich das preisgegeben, was wir wissen. Und ich vermute mal, die Polizei hat schon einen guten Grund, wenn sie ihm nichts sagt, weil sie ihn eben erstens nicht verwirren will, kannst ja nicht alles gleich ausplaudern, und zweitens vermutlich ihre eigenen Ermittlungen anstellt, genauso wie wir, und dass die ziemlich hart ermitteln und schon ziemlich viele Beweise gesammelt haben. Das haben wir ja gesehen in den letzten Folgen, als wir uns dort in den Räumlichkeiten umgesucht haben. Also wir spielen anscheinend auch hier wieder mit ziemlich, ziemlich offenen Karten. Wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt. Ich hoffe nur, dass uns das Ganze dann nicht irgendwie treffen wird, hier noch im Endeffekt später mal schauen. So, wir haben den Schlüssel gefunden. Ich habe eher geglaubt, dass wir den vielleicht für oben brauchen, aber das ist gar nicht der Fall. Ich vermute mal, wir kommen jetzt hier in dieses kleine Geheimfach beim Schreibtisch rein. Nämlich hier. Genau. So, ein Tagebuch. Shirleys Tagebuch, und es fängt an am 20. Juni. Annabelle feiert diesen Monat ihren 30. Ich kann kaum glauben, dass das schon 30 Jahre her ist. Jetzt bin ich wohl wirklich alt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das bis Mitte 30 mache, aber ich betreibe noch immer einen Pub, der mir nicht einmal gehört, und schenke Bier an Typen aus, die ich nicht leiden kann. An mein zukünftiges Ich: Wenn du diesen Brief in 30 Jahren noch einmal liest und noch immer in diesem verfluchten Loch feststeckst, dann tun's beiden bitte einen Gefallen. Meine kleine Schwester weiß besser, wie der Hase läuft. Warum kann ich nicht ein wenig mehr wie sie sein? Haben wir das nicht bisher eigentlich genau andersrum gesehen, dass sie ihre Schwester quasi Vorwürfe macht und ihre Schwester glaubt, Shirley ist die bessere Person von den beiden? Und hier lesen wir gerade, Shirley denkt genau das Gegenteil von sich. Und dann haben wir am 23. Juni eine Gedächtnisstütze, also am Tag nach dem Verschwinden von Charlotte May, Plakate drucken lassen. Niemand vom Personal darf an den Safe oben, selbst wenn ich nicht da bin. Er darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Der Elektriker Adam soll das Schloss am Büro wechseln, wenn er mit der Verkabelung fertig ist. Reiß dich zusammen, gute Frau. Change the upstairs safe combination, lock code to Annabelle's birth year. Pull yourself together, woman. Das steht da komischerweise nicht. Punkt 3, gerade der wichtigste Punkt. I think that safe might be important after all. Really? How does it open? I did look, but give me a second. It takes a key of some kind and there's a dial for a combination. Do you have anything to use as a pick? Gave the hanger to you. I can get another one, though. Perfect. Okay, I'm going to throw you something. All right. I'm at the stairs waiting. Und genau das Wichtigste, Change, die Upstairs Safe Combination Lock Code to Annabelle's Birth Year, ist leider hier nicht übersetzt worden. Das finde ich ein bisschen schade. So, was haben wir jetzt wieder vor bei Shirley? Shirley bereut, älter zu werden, ohne etwas in ihrem Leben erreicht zu haben. Dass ihre Schwester 30 wird, erinnert sie nur an ihr eigenes Alter. Tja, jünger wird man halt nicht. Und was werfen wir ihm jetzt zu? Weiß ich gar nicht, was sollen wir ihm denn zuwerfen? Ah! Spanner, wo kommt der denn her? Ah,
last. Weil der mal überhaupt nicht funktioniert. I don't know my own strength. Not to worry. I can see it. Thank you. Right. I'll try and find a code. Na gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Schwierigste. Wo haben wir denn den Kalender gefunden? Eine neue Aufgabe. Was für einen Code würde Schöne für einen Tresor benutzen? Das wissen wir ja. Das wissen wir ja, aber wo haben wir denn den Kalender gefunden? Hier. Und wir haben den Juni 1954. Am 30. Juni 1954 wird Annabelle 30. Das heißt, sie wurde am 30. Juni 1924 geboren. Ist ja jetzt keine schwierige Rechnung. Und jetzt? Give this again. Ah! Eins? One. Nine. Two. Four. We're in. Well, at least the combination worked. I still have no idea what to do with this thing you threw to me. We're going to pick that lock, Mr. Morgan. Okay. And how on earth does one start that? You see the hairpin? I do. Put that to one side. The other thing you have is called a tension wrench. Okay. Insert it into the lock near the bottom. I've done that. Now this next part requires some patience. Oh dear. Put the coat hanger above the wrench and put it to the back of the lock. We're going to navigate around the lock by feel. I'm not sure this is something I can do, Mr. Conway. Yes, you can. Just try to be slow. Okay. Oh je, und wir müssen das Ganze übernehmen. Und man merkt allein schon, wie er mit uns spricht. Der ist sehr, sehr, sehr unsicher. Und der fühlt sich überhaupt nicht wohl bei der ganzen Sache. Na gut, aber er kommt da nicht mehr raus. Und ich habe auch das Gefühl, wir lassen ihn hier auch nicht mehr raus. Er hängt jetzt mit drin. Und jetzt müssen wir eben das gemeinsam zu Ende bringen. I'm sorry, it slipped out. Not to worry. Just start again. Mr. Conway, I really don't think I can do this. Trust me. Yes, you can. Fine, I'll try again. So, okay, ich hoffe nur, wir schaffen das jetzt hier auch, weil das sieht wieder ein bisschen nach einem schwierigen... Perhaps start again. All right. Nach einem schwierigeren Rätsel aus. Sind wir überhaupt richtig? Ja, das schaut gut aus. Ist halt die Frage, ob wir da nur das eine brauchen oder mehrere. First one down. Sehr gut. You need to move the pick to the back of the lock. There are probably around three or four things to pick before you're done. Keep going. Thank you. So, na, das sieht wirklich einfach aus hier gerade. Das ist easy. Second pin down. Keep going. You're doing well. So, und dann suchen wir nochmal den dritten. Vermutlich der letzte. Ich glaube, es war ein bisschen nie mehr als drei. Würde mich wundern, wenn es jetzt auf einmal mehr sein sollten. So. Und N. That's three down. Oh, es sind tatsächlich mehr. Thank you for your patience, Robert. Ja, es geht ja erstaunlich schnell. Hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Es sind tatsächlich vier. Das ist der falsche Weg. Da unten geht's weiter. Und A. I don't believe it. You did it. It's open. Well done. Right. Let's take a look inside. My dear God. I think this might be what you were looking for. This is hair. Maybe dried blood, too. Does this mean... I don't understand. What's the matter? It's the weapon with blood on it. Did you know this was here? I can assure you I did not. Then what does this mean, Mr. Conway? It could mean anything. It's best not to jump to conclusions, at least until I've had a chance to examine it further. Und wir erinnern uns zurück an die erste Folge und da haben wir ja gesehen, oder zumindest nachher mitbekommen, man sieht hier oben auch noch ein bisschen eine kleine Verletzung, wurde mit einem starken, mit einem kräftigen Gegenstand, mit einem schweren Gegenstand niedergeprügelt.
Und so ein Fernglas ist bestimmt nicht unbedingt leicht. Was ich natürlich jetzt sehr blöd finde, ist, dass er da überall mit seinen Händen dran war. Das heißt, seine Fingerabdrücke sind überall. Und dieser Gegenstand wurde natürlich von der Polizei noch nicht entdeckt oder von der Polizei noch nicht angeguckt. Und jetzt hat er überall seine Griffel dran. Let me take a look. Und dieses Glasstück, dieses kleine, was Shirley anscheinend, wenn sie es denn wirklich war, wir haben ja nur den Anruf bekommen vom wirklichen Inhaber von dem Papier, dass Shirley sich anscheinend bedient haben soll in der Asservatenkammer und dort ein Beweismittel gestohlen hat. Wir haben das ja gefunden, nicht weit entfernt von der Asservatenkammer hinter einer Wand. Und das war der Glassplitter. Und ich vermute mal, es wird genau der sein, der hier reinpasst. Hallo? Ah. Perfect fit. Das belastet sie jetzt ziemlich. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, denn auch die Polizei hat ja sie nicht das Verdächtige da unten markiert, sondern nur alle anderen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, als wir hier ins Pub reingekommen sind. Shirley ist für mich derzeit Hauptverdächtige Nummer 1. Und ich glaube, da lag ich gar nicht mal so falsch. Where is my daughter, Mr. Conway? You promised you'd find her. Mr. Morgan, let's find out together. After searching Shirley's pub, it's clear to me that she's a person of questionable morality. The glass shard that the police found matched the small telescope perfectly. I'm positive it was the weapon used to hit Tony Morgan, but I found no trace of Charlotte May. This is my last chance. I need to know a few more things before I accuse Shirley of anything. Und da sind wir mal wieder da, wo wir schon einige Male waren, bei unserem Question Board. Wir haben Fragen und suchen jetzt die dazu passenden Antworten auf der anderen Seite. Und genau so ein Fernglas, man sieht es auch schon im ersten Bild, ich wollte es gerade sagen, haben wir ja gefunden am Dachboden von Lady Dürr. Also beziehungsweise nicht am Dachboden, sondern an der zweiten Etage, wo sie sich ja eigentlich nicht herumtreibt. Was hat die gemacht in dieser Nacht damals? Sie hat die Garage beobachtet, die Werkstatt beobachtet, das haben wir ja mitbekommen, als wir diese Datei, diese Audionachricht dort angehört haben. Und dann hat sie irgendetwas gesehen und ist schnell weggelaufen. Aber warum befindet sich genau das Fernglas, die Tatwaffe, mit der Mr. Morgan niedergeschlagen wurde, in ihrem Tresor? Und wir haben sogar in ihrem Tagebuch einen Eintrag gefunden, dass dort ja niemand Zugriff haben soll zu diesem Tresor. Warum das Ganze? Warum dieses gesamte Versteckspiel? Hat sie was mit der Sache zu tun? Ich denke, diese Frage können wir mit Ja beantworten. Aber ist sie die Entführerin oder möglicherweise nur eine Komplizin, die einfach in die Sache involviert ist, die da mit drin hängt? Das wissen wir leider noch nicht. Und jetzt würde ich sagen, geht's mal wieder los. Wir müssen Antworten finden auf unsere Fragen. Shirley used Lady Doe's telescope to spy on the Morgans. Is there any evidence that places her in Lady Doe's home on the night that Charlotte May was taken? Okay, und das ist die Frage, kann ich nachweisen, dass Shirley Downs in der Nacht, als Charlotte May entführt wurde, am Teleskop war? Wir müssen drei Beweise finden und gucken dann gleich mal auf diese Seite, welche Beweise wir denn hier überhaupt haben. Und fangen mal hier oben an. Was ist denn der Kontext? Eine Liste der Gäste mit Hausverbot, die ich in Shirley Downs Büro gefunden habe, ist, denke ich mal, hier nicht unbedingt wichtig. Auch das hier ist, glaube ich, nicht unbedingt jetzt für diesen Fall wichtig. Ein Reinigungsmittel, das ich im Spind der Toilette des Crow's Nest gefunden habe. Loss of Consciousness und so weiter und so fort. Es könnte theoretisch dafür benutzt worden sein, um die zu betäuben, die Kleine. Dann haben wir hier den Plan. Ein Schaltplan eines Elektrikers, der auf Shirleys Büroschreibtisch lag. Dann haben wir hier Anschlag mit den Pappriegeln. Eines der zahlreichen Poster in Shirleys Pub, das die Gäste an die Hausordnung erinnert. Last orders will be at 10 p.m. Aber Last Orders heißt ja nicht unbedingt, sie sperrt dann schon zu. Das heißt ja nur, die letzten Bestellungen gehen dann raus. Könnten wir theoretisch nutzen. Ich lege das mal auf die andere Seite. Was haben wir hier?
Eine Abschrift der Beobachtungen, die Shirley Downs gemacht hat, als sie an Lady Durrs Teleskop war? Auch das sollte man vielleicht mal mitnehmen. Dann haben wir hier... Oh, das wollte ich gar nicht. Nein, aus. Aus. Was war denn das? Das da, glaube ich. Verärgerter Brief, genau. Ein Brief an Shirley, den ich hinter der Theke im Crow's Nest gefunden habe. Wird, denke ich mal, jetzt mit der Sache nicht unbedingt was zu tun haben. Dann haben wir hier ein paar Hinweise, die ich im Polizeibericht in der temporären Operationsbasis der Polizei in Shirley's Pub gefunden habe. Ach, guck mal, Beruhigungsmittel. Glaube ich aber auch nicht, dass das jetzt unbedingt mit der Frage was zu tun hat. Ein paar Hinweise, die ich im Polizeibericht gefunden habe. Und ein Zettel über den Lagerbestand, den ich in der Warnannahme des Crow's Nest gefunden habe. Hä, das sind aber 3 Tage vergangen, guck mal. Stand da nicht vorher 26.06. und 28.06. Jetzt steht 24.06. und 27.06. an der Nü. Die Zeitung Riverport Weekly, die am Morgen nach dem Angriff, die am Morgen nach dem Angriff geliefert wurde. Hab leider gerade nur die 2 Möglichkeiten hier gefunden. So, verbinden wir das mal. Das ist schon mal klar, dass da die Uhrzeit verlangt wird. Larry torkelt vor dem Tor herum mit nur einem Schuh, hab's in der Küche gesehen, hab beide aus den Augen verloren, was haben sie vor? Er kuschelt mit ihr, Katze schmeißt Müller mein Gasse um, beide im Obergeschoss im vorderen Schlafzimmer, Umarmung an Eingangstür. Wen hat die denn da beobachtet überhaupt? Hat die ihre Schwester beobachtet? Sollen wir mal das hier nehmen? Aber was fehlt uns noch? Wir brauchen noch irgendeinen Beweis. Oder was sind denn die anderen Fragen? Fangen wir mal damit an. The only proof of an intruder at Shirley Downs' pub was a glass they may have smashed during the attack. Is it possible that there was no intruder? Is it possible the glass could have smashed in some other way? Hätte das Glas auch auf eine andere Weise zerbrechen können? Natürlich, am Tag davor zum Beispiel. Und dann vermute ich mal, dass dieser Beweis mal eher darüber gehört, oder? Der torkelt herum. Das wird ja schon mal passen. Ein Betrunkener in ihrem Pub schmeißt das Glas runter und geht nach Hause. Und das da können wir auch mal rübernehmen. Das ist nämlich der erste Tag nach dem Hausverbot gewesen, wo er wieder ins Pub kommen durfte. I should read every detail on the evidence. Gut, das war wohl anscheinend doch nicht so richtig, na gut. There must be some small detail I'm missing on some of the evidence. Egal, wir haben ja dann wieder Tipps. Wie zum Beispiel den hier. I'm sure that some of this evidence is irrelevant. Und dann können wir ja mal gucken. I could remove them. There. Everything left on the board is relevant. Gut, das passt schon mal. Wie sieht's da hinten aus? I've taken some excerpts from the police report I found. Can I use them to connect Shirley to the kidnapping? So, na, das sollte ziemlich einfach sein. Stimmt einer der Beweise hier mit den Auszügen des Polizeiberichts überein? Und da haben wir ja ein paar. Da können wir uns die hier schon mal nach drüben holen. Und dann gleich mal angucken. So, schieb das mal hier hin. So. Braune Erdablagerung, die um den Tatort herum gefunden wurde, möglicherweise vom Schuhwerk. Blaue Pulloverfase, die im Körper des Opfers gefunden wurde, gehört sie dem Angreifer. Am Tatort gefundene Rückstände eines starken Beruhigungsmittels. Ah, kaputter Blumentopf am Tatort, wahrscheinlich vom Opfer beim Fallen zerschmettert. Aber wir haben da gerade gelesen... Ach nee, den Mülleimer hat sie umgeschmissen, okay. Aber das hier... wird schon mal dazu passen. Und dann würde auch gleichzeitig das hier dazu passen. Mit dem Beruhigungsmittel nämlich. Na, ich hoffe, das passt auch alles. So, und was würde hier passen? Die Art der Verletzung lässt auf einen Angriff mit einem schweren, stumpfen Gegenstand schließen. Aha, wir haben leider kein Foto von dem Dingsbums, von dem Fernglas. Ablagerungen auf der Kleidung des Opfers sprechen dafür, dass die Waffe aus Metall gefertigt ist, mehrere Sätze Schuhabdrücke, männlich und weiblich, Angreifer könnte mittelgroße Arbeitsstiefel besitzen, Fasern eines schwarz-grünen Seils gefunden, vielleicht zum Fesseln. Und sie hat ja schwarz-grüne Seile bestellt. Das sieht man nämlich hier. Sie hat die Seile bestellt. Ich glaube, wir belasten die gerade sehr. Hier nämlich.
Green Binding, Black Binding. There must be a detail I'm missing on some of the evidence. Na, was passt denn hier jetzt nicht? I need to look at every piece of evidence. Komm, hau mir einen Tipp her. I need to make sure I'm looking at all of the evidence. Geht noch nicht, er will mir keinen Tipp einblenden. Na gut. Jetzt blendet man einen Tipp ein, sehr gut. I feel I could group this evidence based on the questions they relate to. Okay. Okay, I'm sure that everything I've grouped relates to the right question. Na gut, da haben wir ja doch ein bisschen verschissen gerade, sehe ich. Hier ist Gruppe 1, hier ist Gruppe 2, genau verdreht. Das heißt, das kommt hier hin, 3, 3, 3 und das ist auch Gruppe 3. Na guck mal, da haben wir schon die richtigen Dinger gefunden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das passt schon mal. Das ist Gruppe 2, Gruppe 1, Gruppe 1. So, Gruppe 1, Gruppe 1, Gruppe 2. Gut. Kann ich nachweisen, dass Shirley Downs in der Nacht, als Charlotte May entführt wurde, am Teleskop war? Na gucken wir mal. Können wir nachweisen, sie hat ja hier alles aufgeschrieben. Wir nehmen mal das letzte, das wird von der Uhrzeit hier noch am genauesten passen. 22.55 Uhr und kurz vor 23 Uhr hat das ganze Jahr stattgefunden. Huch. So, dann haben wir das hier. Da würde das hier passen mit Larry. Und da haben wir das hier. Vielleicht einfach mal den Tag. I need to make sure I'm scouring all of the evidence. Nicht unbedingt richtig. Wir gucken mal hier, wie es da aussieht. So, 10 p.m. Oder warte mal. You will be charged for its replacement or barred. Glasses left on the last order's bell will fall off when rings. Bitteschön, da haben wir schon mal was. Aber was das hier damit zu tun hat, ist eine gute Frage. Ring Main? I need to look at every single detail there is. Good. Ja. I thought as much. Now to continue. Gut, den ersten Fall hätten wir schon mal gelöst. Also das Glas kann auch durch die Glocke zerstört worden sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir holen uns doch mal einen Tipp. Vielleicht verbindet er das jetzt alles automatisch. There. All that remains is to connect the relevant evidence. Okay, also nur hier und hier haben wir einen Fehler gemacht. Na gut, na gut, na gut. Vielleicht geht's doch um Larry? Good. Ja. I thought as much. Now to continue. Und da hinten geht's um das hier. That's it. By the police's account, Shirley had access to the same type of rope and chloroform of a sort. Match that with the telescope as an attack weapon, and I think I have all the means I need. I can even place her at the window, watching over Charlotte May just minutes before she was taken. I spent so much time looking at the McKees and Harold Levy. It's Shirley. It has to be. Dear God, I hope I'm not too late. Time to gather my neighbors and share my suspicions. Put an end to this once and for all. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt und ich würde mal sagen, wir verschieben mal die große Zusammenkunft auf die nächste Folge dann hier bei Let's Play Conway Disappearance at Dahlia View. Ich bin gespannt. Unsere Hauptverdächtige Nummer 1, Shirley, ist anscheinend wirklich ziemlich stark in diese Sache verwickelt. Aber die große Frage bleibt weiterhin, das Warum. Das Motiv fehlt. Wir können die Tat möglicherweise nachkonstruieren mit den Betäubungsmitteln, mit den Fäden und natürlich auch mit dem metallischen Gegenstand, nämlich mit dem Fernglas, mit dem Mr. Morgan niedergeschlagen wurde. Aber was uns fehlt, ist das Motiv. Warum das Ganze? Und ich würde sagen, das schauen wir uns an in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin, tschüss!